Hallo, hallo. Schönen guten Morgen. So, gestern hatte ich ja schon gezeigt, diesen Hebelschneider von WMR Keepers, ne, habe ich mir geholt. Hat ja diese Skalierung bis 6 Inch, ne, und da eben 15,6 steht noch drauf, Zentimeter sogar. Optimal 8,5, ne, 8,5 Inch ist die Länge dann. Ja, das fehlte immer, ne? Weil die Fiskars habe ich ja, die ist dann bis 5, ne? Irgendwie so ein 5,5 ungefähr, 13, und das fehlte immer, wenn man mal einen Kartenrolling zuschneiden will, ne? Und ja, habe mir den eben gekauft, bei Amazon bestellt. Ja, schon ein bisschen genutzt und heute möchte ich mal. Ich habe so einen Bedarf an Kartenrollingen, die schon zugeschnitten sind, ne? Nur dass man da falzt oder eben auch doppelt hat, was man als dann nutzt als Aufleger, Mattung oder passende Karten. Ne? Und dachte ich, ja, dann schneide ich mir mal. Ich habe so ein Teil aus dem Kilopack, ne? Gab es mal bei Action, ne? Habe ich mir da so ein Pack rausgeholt und werde die mal zuschneiden. Ja, und da sehe ich, dass es schneide ich bei 15 und dann guckt man, ne? Manchmal ist es beim Kolorieren oder vielleicht beim Stanzen oder prägen, ne? Muss man manchmal auch vielleicht den Rand ein bisschen wegschneiden und so, dass die Karte nicht zu klein ist. Dachte ich, dann schneide ich sie einfach grob bei 15 cm und das zweite Teil ist dann knapp, ne? 14,8. Und dann habe ich zwei so ähnliche, fast identische Rohlinge, die ich dann falzen kann, ne? Hat man dann auch diese kleinen Teile, da kann man dann das dann auch falzen. Muss man nicht die großen Geräte rausholen, obwohl die sind auch echt gut, nützlich. Und aber somit, ne, dachte ich, ja, mache ich mal. Und auch mein Hebelschneider mal testen, wie der so ist. Und 15 cm, das ist eben 5, 7 Achtel, ne? Und dann hat man, weil auch die Ecken manche, ne, die sind, dass man da vielleicht auch doch was noch ein bisschen muss korrigieren oder, und da dachte ich, mache ich mal, weil mein Vorrat ist von den Rohlingen. Ich habe hier gezeigt, meine Kiste da mit, ja, ist schon sehr ausgesucht. Und habe ich mir jetzt gedacht, ich muss, ja, ich liege da oben, da unten ist keine Schiene quer, wäre ja auch gut, ne? Ist aber das A4-Blatt ist ja breit genug, da kommt man ungefähr hin, aber ich lege dann bei 5, 7, 8 Reben an, dann passt das ja. Ja, und ich nehme mal erstmal hier zwei. Dass man dann auch den Fall auch Reserve hat. Ne? Den Rest muss ja nicht alles zerschnitten werden. Da so. Die zwei Blatt habe ich eben vier Kartenrohlinge, ne? Hier so. Und das ist schon gut, ne? Hat man so weiß. Weiß ist überhaupt sehr ausgesucht. Da könnte ich noch, glaube ich, ein paar holen, aber farblich auch schon, ne? Und nicht unbedingt als
Kartenrolling auch Aufleger, ne? Die kann man ja dann auch noch weiter verarbeiten, wenn dann so zuschneiden oder auch unterschiedlich diese Einschied Idee, ne? Man gibt ja verschiedene so Formen, kann man ja zuschneiden, ist auch die Idee. Echt nicht schlecht, finde ich, aber habe ich nie gemacht. Wer weiß. Kommt vielleicht noch, ne? Auch lila ist bei mir schon. Die Grammatur würde reichen. Da guckt man dann, wenn es, das ist so 250, würde ich sagen. Die Mattung, die stärkt dann das Papier, wenn dann, oder Prägung, ne, und so. Habe ich dann je zwei. Guck, da habe ich auch schwarzes. Ja, ist nicht sehr stark, aber doch, ich mache mal. Schaue ich dann. Weil auch das Gewicht muss ja nicht so viel sein, ne, bei der Karte. Und da ist das okay. Was habe ich noch? Was habe ich noch? Dieses Blau. Und davon hatte ich auch einige. Sind schon auch viele verarbeitet worden. So mache ich auch hier zwei Blatt. Das ist so eine, jetzt das ist eine Grund. Menge man hat. Oh, das Grau ist ganz dünn. Nee, das Grau, guck mal. Als Aufleger. Ja, glaube ich, könnte als Aufleger zuschneiden. Auch das Grün ist sehr dünn. Weiß nicht. Glaube, könnte man machen, oder? Ja, nee, dünnes lasse ich erstmal. Sind hier erstmal. Ja, grün ist auch dünn. Ja, wie bei den Kilopacks ist es ja so eine Sache, ne? Letzte Pack, der war ja überhaupt sehr. Naja. Dünnes Papier. Lastig, kann man so sagen. Ja, und Spiegelkarton, nee, den lasse ich so. Okay, ja, na guck, dann schaue ich mal noch weiter, was mir noch so, ich glaube, auch Vanillefarbe und Gelb würde noch gut passen. So, dann, ich glaube, ich werde mal doch falzen. Bei 4 1/8 ist ja dann die halbe Karte. Nee. Vier ein Achtel. Ach ja, das ist die große, ne? So, müsste ja A4 sein, ne? So. Habe immer mein dieses große Prägeboard rausgeholt. Ja, und da sieht man, ne, dass da länger ist. Naja, dann schneide ich es weg. Das Papier ist eben ein bisschen drüber, ne? Nicht schlimm. Kann ich auch weiter so ziehen. Obwohl hier könnte ich auch mittig legen und dann ausrichten, ne? Und das mache ich auch meistens so, dass man da die Mitte dann falzt. Aber ich glaube, die Standardmaßen ist immer besser, ne? Da kann man dann ein bisschen stücken. Ein kleines Stück.
Streifen wegschneiden. Gut ist es, ne? Dann, ja. Okay, dann mache ich weiter. Ist dann nicht schlimm. So, kann ich dann weiter falzen. Ich habe mir so einen Punkt hingemacht, dass das 4, das ist die Hälfte der A4, der A6-Karte. Und ich werde sie nicht falzen. Falten dann, nur falzen, ne? Und die kann man dann später schauen, wie man sie braucht. Und zum Verarbeiten ist es ja auch besser, ne, wenn es plan noch liegt. Und dann schaut man. Ja, kann ich dann. Vorrat mir schaffen. Ja, dann muss ich wahrscheinlich eine andere Kiste mir nehmen für, weil mein Schulkarton da ist ja für die gefaltete Karte, ne? Besser. Ich lege sie so hin und dann wie so eine Kartei. Das ist auch, aber ja, ich schaue mal, vielleicht falte ich sie durch, obwohl ich werde sie noch ein weiteres passende so ja, Behälter, so eine Box mir dann mal organisieren müssen. Ja, und dann ist das auch schon. Weil es muss ja immer auch Papier zu Papier auch passen. Ne? Und so habe ich es jetzt so zusammen. Da kann ich aus einem dann, wenn dann auch mal was ausstanzen, ausschneiden. Ist doch, wenn auch nicht, dann hat man Kartenrohlinge. Wenn man kauft, die sind ja auch schon auch gefalzt und so, und passend muss man ja da eh was nehmen davon und verarbeiten, dass es dann fertig ist, ne? Das Grün ist auch schön, ne? So. Ja. Ja, es gibt auch Tipps. Ja, man kann das ganze Blatt A4 längs eben falzen erst alle und dann zerschneiden. Ja, ist auch eine gute Idee. Aber ich dachte, für so kleine Auflege Boards, ne, dachte ich, mache ich mal so. Da habe ich bei wenig Platz auf dem Tisch, ne, kann man das dann auch nutzen. Na siehst, so habe ich dann mir einen Vorrat gemacht. Oh, ich bin voll begeistert mit dem Gerät. Ja, ich habe da lange schon echt drüber nachgedacht. Will ich denn oder nicht, weil man muss ja auch für alles Platz haben, ne? Und aber echt, es ist genau passend, finde ich. Und auch noch Schneider, weil diese, ja, ist eine gute Sache, ne? Aber ist für mich ein nicht unbedingt. Die sind echt optimal für den Zweck, ne? Ja, ihr Lieben, dann ja, ist keine Werbung. Ich habe nur gezeigt, was ich so mir geholt habe und getestet. Bin zufrieden. Ne? So, ihr Lieben, dann ja, danke fürs Zuschauen und bis demnächst. Tschüssi.